Lauf, für den Jubiläumslauf hier in St. Peter am Kammersberg. Bitte alle Ehrengäste, alle Zuseher, nochmal gemeinsam die Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Meine Damen und Herren, der Enfer Gutlauf, Radio Steiermarklauf, der Holzstraßenlauf hier in St. Peter am Kammersberg ist eröffnet und wir sagen, von der Strecke. Jetzt in Rekordzeit hier bei uns und läuft aber noch 3 Runden. Wie gibt's denn sowas? Markus, die nächsten 3 Runden. Und da kommt jetzt der Thomas Rossmann. Meine Damen und Herren, seine Rekord. Thomas Rossmann vorne gewesen mit 1928. Ganz geht sich nicht aus, aber Sieg für den Thomas Rossmann beim Jubiläumslauf mit 1940 in etwa. Also in etwa in der Rekordzeit des Vorjahres. Thomas Rossmann, Gratulation! Weltmeisterschafts- und Olympiamedaillengewinner. Bravo Christoph! 2. Platz über die 6 Kilometer für den Christoph Summer. Perfekt! Peter Brettfühlchen mag sie die nächste Saison. Ein Mann aus Guatemala. 1299. Zuerst Ferdinand Bürzel haben wir gesehen und mit 1002, meine Damen und Herren, im Halbmarathon. Während da die Damen hereinkommen. Bravo, bravo, bravo. Super Zeiten, 33er Zeiten für die Damen, die hier über die Ziellinie kommen. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. 70 Jahre. Bei diesen schwülen Temperaturen ist er hier auf Rekordkurs unterwegs. Ich höre immer nur Bravo, Bravo, Bravo hinter mir. 54! Markus Hohenmarter gewinnt hier den Holzstraßenlauf. Und zwar in neuer sensationeller Rekordzeit. Das gibt es ja fast gar nicht. Der ist fast 3 Minuten schneller als der Rekord. Meine Damen und Herren, machen wir mal die Welle für den Markus, das müssen wir machen. Oh! Bravo Markus! Holzstraßenlauf 2011 von Radio Steiermark. Neue Rekordzeit durch Markus, den großen Hohenmarter. Bravo, super! Bravo Manfred, super! Platz. Dann Murlan Astri aus Burma. Bravo Jungs, super! Perfekt! 1.13. Ja, so viel über den Rekord. Und das ist sensationell. Sensationell.
Applaus, super! Ganz super!